Studie zu Covid-Impfstoff fehlerhaft. AstraZeneca will Tests wiederholen. Michel Barnier reist zu weiteren Brexit-Verhandlungen nach London. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat angesichts der Kritik an seinem Covid-Impfstoff eine zusätzliche Studie angekündigt. Diese könne schneller als zuvor durchgeführt werden. Die Zulassung in Europa müsse daher nicht verschoben werden. Zuvor hatte das britische Unternehmen einräumen müssen, dass ein Teil der bereits durchgeführten Studie fehlerhaft war. Ursprünglich hätten alle Testpersonen 2 hohe Dosen des Impfstoffs bekommen sollen. Einige Probanden bekamen jedoch eine erste Dosis, die nur halb so hoch war. Das sollte normalerweise kein Problem sein, wenn man testen will, ob etwas wirksam ist. Doch als die Daten analysiert wurden, stellte man fest, dass die Menschen auf die schwächere Dosis viel besser reagierten als jene, die 2 hohe Dosen bekommen hatten. Man spricht von einem glücklichen Zufall. Sollte sich das Ergebnis bestätigen und nicht nur eine statistische Ausnahme sein, bedeutet dies, dass der Impfstoff viel stärker wirkt als bisher angenommen. Gleichzeitig unterminiert er das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Vakzin, denn die Menschen misstrauen der Schnelligkeit, in der der Impfstoff hergestellt wurde, und den Forschungen, die statt 10 Jahren 10 Monate dauerten. Daher gibt es mehr Menschen, die zögern. Handelt es sich nicht nur um einen Fehler, ist die Wirksamkeit der schwächeren Dosis von AstraZeneca mit etwa 92% genauso hoch wie die der bereits entwickelten Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Die Probanden, die von AstraZeneca eine stärkere Dosis erhielten, hatten demnach einen etwa 70%igen Schutz, nicht an Covid zu erkranken. Die Brexit-Verhandlungen gehen weiter. EU-Unterhändler Michel Barnier reist zu einer neuen Runde nach London. Zuletzt war er in Quarantäne gewesen. Ein Mitglied seines Teams war Corona-positiv. Die Verhandlungen selbst stecken fest. Die Zeit läuft und der britische Premier Boris Johnson sieht den Ball, wie so oft, bei der EU. The likelihood of a deal is very much determined by our... Ob es einen Deal gibt oder nicht, hängt vor allem von unseren Freunden und Partnern in der EU ab. Es liegt ja schon ein Deal vor, den man abschließen könnte, wenn sie das wollten. Und der würde den Menschen auf beiden Seiten des Kanals nützen. Aber ich sage auch ganz klar, unser Land kann und wird Erfolg haben, ob mit oder ohne Deal, ob mit einem Modell, das den Beziehungen zwischen Australien und der EU ähnelt. Wir werden großen Erfolg haben. Der britische Unterhändler David Frost twitterte, man werde weiter intensiv an einer Einigung arbeiten. Ziel sei ein Freihandelsabkommen. Aber ein Deal müsse auf jeden Fall die Souveränität Großbritanniens respektieren, so Frost. Um ein Handelsabkommen zu erreichen, bleibt nur noch Zeit bis Ende des Jahres. Wegen der Pandemie sind in Frankreich über 1 Million Menschen zusätzlich armutsgefährdet. Das berichten Vereine und Hilfswerke im Vergleich zu 2018. Hintergrund sind der Lockdown und die Covid-Maßnahmen, deretwegen zahlreiche Menschen ihre Arbeit verloren haben. Vom Anstieg der Armut sind vor allem Menschen unter 30 Jahren betroffen. Auch David ist arbeitslos. Es reicht gerade so zum Überleben. Gott sei Dank gibt es Tafeln, dadurch bekomme ich etwas zu essen. Das ist ein Vorteil. Außerdem durfte ich früher beim solidarischen Lebensmittelladen La Casa einkaufen, der hier in der Nähe ist. Das hat mir sehr geholfen. Denn wenn ich alles abziehe, bleiben mir nur 70 oder 80 Euro zum Leben. Davon muss ich noch tanken und Zigaretten kaufen, weil ich Raucher bin. Am Ende kann ich noch nicht mal meine Kinder unterstützen, was mir dann auch noch vorgeworfen wird. Auch Zeitarbeiter und Selbstständige sind unter den neuen Armen. Soufian war vorher Informatiker. Gerade habe ich viele unbezahlte Rechnungen, die sich anhäufen. Auch ein Grund, warum ich mich an das katholische Hilfswerk gewandt habe. Dem katholischen Hilfswerk zufolge haben 40% der von Armut bedrohten Haushalte nicht mehr genug Geld für Lebensmitteleinkäufe. Einer anderen Studie zufolge ist jeder 4. Franzose weniger und jeder 7. lässt eine Mahlzeit ausfallen. Ein regnerischer Tag in Madrid. Für Sergio Bang bedeutet das weniger Kundschaft in seinem Buchladen. Dabei versucht er gerade, die Verkäufe wieder anzukurbeln. Die Corona-Pandemie hat auch ihm schwer zugesetzt. 3 Monate musste er wegen des landesweiten Lockdowns komplett dicht machen.
Man ist zu Hause, muss aber weiter die Rechnungen bezahlen, Strom, Miete. Und dabei hatten wir null Einnahmen. Und da die Geschäfte geschlossen waren, haben die Menschen auch hier in Spanien vermehrt im Internet eingekauft. Gerade kleine Geschäfte machen eine sehr schwere Zeit durch. Natürlich kaufen einerseits sehr viele Menschen im Netz ein. Andererseits gibt es auch eine Gegenbewegung, da viele Menschen ihre Stadtviertel am Leben halten und verteidigen wollen. In der Pandemie schossen die Online-Verkäufe in Spanien um 70% in die Höhe. Ein Segen für die Giganten des Internethandels wie Amazon. Wie sollen Buchläden da mithalten? Einige von ihnen haben sich nun zusammengeschlossen und einen eigenen Online-Marktplatz aufgebaut, um wenigstens ein Stück weit dagegen zu halten. Für die großen Plattformen sind wir einfach ein weiteres Produkt. Wir wollen aber, dass die realen Buchläden ihre eigenen Daten verwalten und ihre kleinen Nischen managen können. Madrid ist voller leerstehender Geschäftsräume. Zahlreiche kleine Unternehmen mussten wegen der Pandemie aufgeben. 10% aller spanischen Einzelhändler, so wird geschätzt, haben ihre Tore für immer geschlossen. Dies könnte jede Straße in Europa sein. Überall schließen die Geschäfte, während die Online-Verkäufe zunehmen. Das Phänomen ist nicht neu, doch die Pandemie hat es beschleunigt. Und der Internethandel wird weiter zunehmen. Um 30% soll es während der Weihnachtszeit nach oben gehen weltweit. Gleichzeitig sagen Giganten wie Amazon, sie helfen kleineren und mittleren Geschäften. So haben spanische Unternehmen in diesem Jahr gut 40 Millionen Produkte über den Amazon-Marktplatz verkauft. Kunst an die frische Luft. In Rom weichen Künstler und Kunstnarren seit Corona mehr und mehr auf die Straße aus. Denn die meisten Museen, Sehenswürdigkeiten, Theater und Kinos sind bis auf Weiteres erstmal wieder zu. Die Teilnehmerzahl bei Street-Art-Touren hat sich während der Pandemie verdoppelt. Eine Fremdenführerin. Das Interesse an Street-Art hat in letzter Zeit zugenommen, weil traditionelle Kunsträume wie Museen zu sind. Und mit Street-Art sehen die Leute die Stadt und gleichzeitig etwas Zeitgenössisches und Modernes, das noch dazu in Bewegung ist, immer wieder neu nach ein, zwei Wochen oder auch einem Monat. Viele Straßenkünstler haben auch etwas zur Covid-19-Pandemie zu sagen. Dieses Covid-inspirierte Werk entstand während des ersten landesweiten Lockdowns. Da waren die Einschränkungen sehr drastisch. Der Künstler hat dabei die Lockdown-Regeln nicht alle eingehalten. Und es ist das einzige Werk aus der Zeit auf einem 2000 Jahre alten römischen Aquädukt. Der Künstler wollte anonym bleiben, aber er hat dann doch erzählt, er hoffe, dass das Covid-Thema zum Denkanstoß wird. Was kann die Geschichte uns heute lehren? Wir sollten die Vergangenheit nicht als toten Leichnam behandeln und konservieren. Wenn wir es schaffen, eine Beziehung zu ihr aufzubauen und zu verstehen, wie sehr sie ein Teil von uns ist und uns Fragen zu stellen, dann wäre die Vergangenheit nicht mehr nur ein Haufen Ruinen, sondern würde zu uns sprechen, uns Antworten geben auf die Probleme heute. Allora non sarebbe più un mucchietto di sassi, ma ci parlerebbe e ci darebbe molte delle risposte ai nostri problemi di oggi. Ein Kunstkurator? Während des Lockdowns kann die Street Art wieder zu sich selbst finden. Künstler äußern sich für und über die Gesellschaft, wie sie sie gerne hätten. Und das Leben im Lockdown bietet der Kunst noch weitere Chancen. Die Tatsache, dass keine Menschen rumlaufen, hat die vielen Widersprüche aufgezeigt, die die Stadt als solche hat. Da ist hauptsächlich die mangelnde Nachhaltigkeit ihrer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Organisation. Aber dies ist auch eine Chance, das Leben in der Stadt neu zu denken und neu zu erfinden.
Die Neugestaltung urbaner Landschaften ist eine Inspirationsquelle für Künstler und eine neue Möglichkeit, die Stadt zu genießen, für diejenigen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. Gleich auf Euronews. Mit dem EU-Innovationspreis Radar 2020 wurde eine neue Therapie gegen Brustkrebs ausgezeichnet, die im polnischen Wrocław entwickelt wurde. Sie nutzt Nanotechnologie, um Tumore im Körper zu zerstören. Wir erklären das Verfahren gleich in Futuris. Eine neue Therapie gegen Brustkrebs, die Tumore im Körper zerstört, wurde im polnischen Wrocław entwickelt. Die Technologie könnte Operationen überflüssig machen. Das Verfahren hat den EU-Innovationspreis 2020 gewonnen. Wir stellen Ihnen das Forscherteam vor. Dr. Johanna Bauer leitet an der Wrocław-Universität für Wissenschaft und Technologie das Forscherteam, das die neue Therapie im Rahmen des EU-Projekts NanoCargo entwickelt hat. Dabei werden Nanopartikel direkt in den Tumor injiziert. Bei Labortests war das Verfahren sehr erfolgreich. Hier sieht man die Krebszellen. Die grünen sind die Zellen, die wir abtöten wollen. Sie sind vorerst alle lebendig. Hier sieht man, dass es nach 20 Minuten immer weniger dieser lebenden Krebszellen gibt. Und schließlich, 30 Minuten nach Anwendung unserer Nanopartikel, sind alle Krebszellen abgetötet. Die Nanotechnologie ist mit bloßem Auge unsichtbar. Dieses Experiment veranschaulicht die Kernprinzipien. Im Inneren des Röhrchens sind tausende Nanopartikel. Sie werden durch einen Laserstrahl erhitzt. Wir erhitzen unsere Nanopartikel, dann sieht man langsam die Wirkung. Die Nanopartikel werden sowohl durch den Laser, wie hier gezeigt, als auch durch ein Magnetfeld erwärmt. Die Hitze tötet die Krebszellen ab. Gleichzeitig werden aus den Nanopartikeln direkt im Tumor Medikamente freigesetzt. Die Nanopartikel haben einen magnetischen Kern, der mit dem Magnetfeld reagiert. Die metallische Umhüllung wird mit dem Laser angeregt. Außerdem haben wir ein spezielles Medikament beigefügt, das während einer regulären Brustkrebs-Chemotherapie eingesetzt wird. Der Onkologe Rafał Matkowski behandelt Brustkrebs derzeit mit Chemostrahlen und Hormontherapie. Für ihn ist NanoCargo eine zukünftige Technologie. Ärzte werden weiterhin viel zu tun haben, denn bisher war kein Medikament, keine Substanz, keine therapeutische Methode zu 100% wirksam. Für diese Brustkrebspatientin ist jede neue Therapie ein Gewinn, auch wenn sie noch nicht verfügbar ist. Allein das Bewusstsein, dass es etwas Neues geben könnte, hilft bei der Behandlung. Denn die mentale Einstellung ist bei Krankheit äußerst wichtig. Das gibt Auftrieb. NanoCargo wurde von dem indischen Wissenschaftler Dr. Nanasaheb Thorat mitentwickelt. Zusammen mit seinen polnischen Kollegen wurde er für die Forschung mit dem EU-Innovationspreis ausgezeichnet. Our approach is very specific. Unser Ansatz ist sehr präzise und zielgerichtet. Es wird nur der Tumor angegriffen, keine anderen Körperteile. Der Innovationspreis Radar gibt mir die große Chance, Grundlagenwissenschaft bzw. meine Ideen in anwendbare Technologien zu übertragen. Für Johanna Bauer gibt der Preis einen bedeutenden Impuls für eine vielversprechende neue Therapie.
Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit, aber vor allem freuen wir uns, dass diese von uns entwickelte Technologie Frauen in Zukunft helfen kann. Das ist für uns das Wichtigste. Aktuell arbeiten die Forscher daran, die perfekte Dosierung von Nanocargo zur Behandlung verschiedener Tumorarten und zur Minimierung von Nebenwirkungen zu bestimmen. Der nächste Schritt sind klinische Studien. Studie zu Covid-Impfstoff fehlerhaft. AstraZeneca will Tests wiederholen. In Frankreich beginnen die Weihnachtsvorbereitungen schon früh, trotz Covid-19. Michel Barnier reist zu weiteren Brexit-Verhandlungen nach London. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat angesichts der Kritik an seinem Covid-Impfstoff eine zusätzliche Studie angekündigt. Diese könne schneller als zuvor durchgeführt werden. Die Zulassung in Europa müsse daher nicht verschoben werden. Zuvor hatte das britische Unternehmen einräumen müssen, dass ein Teil der bereits durchgeführten Studie fehlerhaft war. Ursprünglich hätten alle Testpersonen zwei hohe Dosen des Impfstoffs bekommen sollen. Einige Probanden bekamen jedoch eine erste Dosis, die nur halb so hoch war. Das sollte normalerweise kein Problem sein, wenn man testen will, ob etwas wirksam ist. Doch als die Daten analysiert wurden, stellte man fest, dass die Menschen auf die schwächere Dosis viel besser reagierten als jene, die zwei hohe Dosen bekommen hatten. Man spricht von einem glücklichen Zufall. Sollte sich das Ergebnis bestätigen und nicht nur eine statistische Ausnahme sein, bedeutet dies, dass der Impfstoff viel stärker wirkt als bisher angenommen. Gleichzeitig unterminiert er das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Vakzin, denn die Menschen misstrauen der Schnelligkeit, in der der Impfstoff hergestellt wurde, und den Forschungen, die statt 10 Jahren 10 Monate dauerten. Daher gibt es mehr Menschen, die zögern. Handelt es sich nicht nur um einen Fehler, ist die Wirksamkeit der schwächeren Dosis von AstraZeneca mit etwa 92% genauso hoch wie die der bereits entwickelten Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Die Probanden, die von AstraZeneca eine stärkere Dosis erhielten, hatten demnach einen etwa 70%igen Schutz, nicht an Covid zu erkranken. Für viele beginnt Weihnachten mit einem Baum. In ein paar Tagen werden diese Bäume in Wohnzimmern in ganz Frankreich stehen. Ein Dutzend Arbeiter sind für das Schneiden und Verpacken verantwortlich. Unter dem wachsamen Auge von René Jonqui. René stammt aus einer Gärtnerfamilie. Normalerweise verkauft er rund 12.000 seiner Bio-Bäume als Weihnachtsbäume. Doch in diesem Jahr sind es etwas weniger. Er meint, die Menschen seien verunsichert. Wir verkaufen auf alle Fälle Weihnachtsbäume, aber wo die Kunden sie kaufen, das kann ich nicht sagen. Ob hier oder in Gartencentern oder im Supermarkt. Im vergangenen Jahr wurden in Frankreich fast 7 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Wir feiern nur mit den Kindern und den Enkeln. Die Weihnachtsbüsch gehört in Frankreich dazu. Sous-Chef Valentin Bonnard bereitet bereits einen Weihnachtsklassiker namens Golden Palace vor. Diese besondere Büsch besteht aus Kakaopaste, Butter und einer essbaren goldenen Schale. Wir haben uns dieses Jahr für die gleiche Menge Büsch entschieden. Ich denke, dass die Franzosen immer noch Weihnachten feiern werden. Und Büsch ist etwas sehr Traditionelles. Daher denke ich, dass der Weihnachtsschokoladenkuchen immer noch ein Muss sein wird. Und es scheint, dass die Franzosen in diesem Jahr sogar noch früher mit den Weihnachtsvorbereitungen beginnen. Weihnachten ist in diesem Jahr besonders wichtig. Weihnachten ohne Familie ist kein Weihnachten. Wir sind einfach vorsichtig. Die Maske hindert uns nicht daran, beieinander zu sein. Die Menschen können verantwortlich sein. Man muss uns nicht bevormunden.
Dieses Weihnachten lässt die Franzosen aufatmen nach dem wochenlangen Lockdown. Natürlich wird in diesem Jahr nicht alles perfekt sein. Präsident Macron sagte, er setze auf das Verantwortungsbewusstsein der Franzosen, auch wenn der Zauber von Weihnachten Covid-19 nicht verschwinden lassen wird. Guillaume Petit, Power News. Die Brexit-Verhandlungen gehen weiter. EU-Unterhändler Michel Barnier reist zu einer neuen Runde nach London. Zuletzt war er in Quarantäne gewesen. Ein Mitglied seines Teams war Corona-positiv. Die Verhandlungen selbst stecken fest. Die Zeit läuft und der britische Premier Boris Johnson sieht den Ball, wie so oft, bei der EU. The likelihood of a deal is very much determined by our... Ob es einen Deal gibt oder nicht, hängt vor allem von unseren Freunden und Partnern in der EU ab. Es liegt ja schon ein Deal vor, den man abschließen könnte, wenn sie das wollten. Und der würde den Menschen auf beiden Seiten des Kanals nützen. But let's be absolutely clear. Aber ich sage auch ganz klar, unser Land kann und wird Erfolg haben, ob mit oder ohne Deal, ob mit einem Modell, das den Beziehungen zwischen Australien und der EU ähnelt. Wir werden großen Erfolg haben. Der britische Unterhändler David Frost twitterte, man werde weiter intensiv an einer Einigung arbeiten. Ziel sei ein Freihandelsabkommen. Aber ein Deal müsse auf jeden Fall die Souveränität Großbritanniens respektieren, so Frost. Um ein Handelsabkommen zu erreichen, bleibt nur noch Zeit bis Ende des Jahres. Sanktionen gegen die Oligarchen. Das ist die Forderung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, nachdem er sich virtuell mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments ausgetauscht hatte. Die EU solle ihre Haltung zu Sanktionen ändern und sie dort anwenden, wo sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am meisten wehtäten. Es habe keinen Sinn, hohe Militärs mit Sanktionen zu bestrafen, die nicht viel in der Welt herumkämen und die sicherlich keine Immobilien oder Bankkonten in Europa hätten, so Nawalny. Die EU sollte daher das Geld und Oligarchen ins Visier nehmen. Und zwar nicht nur alte Oligarchen, sondern auch jüngere aus Putins engstem Kreis. Mr. Putin, they must be real targets of sanctions. Im Oktober hatte die EU mehrere russische Offiziere mit Sanktionen belegt, nachdem Nawalny das Opfer eines Giftattentats wurde. Doch fanden sich auf der Strafliste keine Oligarchen. Warum? Der Hauptgrund sei, dass konkretes Beweismaterial vorgebracht werden müsse, das eine Verletzung der Menschenrechte durch eine ganz bestimmte Person klar belege, erklärt der estnische EU-Abgeordnete Urmas Paet. Nawalny forderte die EU jetzt schon dazu auf, die russischen Parlamentswahlen im kommenden Jahr nicht anzuerkennen, sollte Kandidaten die Teilnahme verweigert werden. Er bitte das Europäische Parlament und jeden europäischen Politiker, die anstehenden russischen Wahlen wie folgt zu behandeln. Sollte jedem erlaubt sein, zu kandidieren, könne man über die Wahl reden. Wenn nicht, sollte das Wahlergebnis niemals anerkannt werden. Nawalny musste sich bei dem Treffen mit den EU-Abgeordneten keinem Kritiker stellen. Doch zu Hause dürfte es schwer sein, scharfe Worte der russischen Regierung zu vermeiden. Im Dezember ist es soweit, dann werden wieder die europäischen Filmpreise verliehen, wegen Corona in einer virtuellen Zeremonie von Berlin aus. Europa, Identität, Kino. Was bedeutet das für wichtige europäische Filmemacher? Der Franzose François Ozon, nominiert in der Kategorie Beste Regie, sagte uns dazu: Ich fühle mich zuerst als Franzose, aber ich hatte tatsächlich recht rasch das Glück, dass meine Filme auch in Europa funktioniert haben. Dadurch konnten einige meiner Streifen noch leichter finanziert werden. Es ist immer eine gute Sache, auf einen Kontinent zu gehen, wo Kino eine wichtige Rolle spielt. Ich spüre einen deutlichen Unterschied zwischen den USA und anderen Ländern. In Europa existiert eine wirkliche Liebe zum Kino. Ich glaube, die größten Kinoliebhaber gibt es in Europa. In Europa gibt es wirklich ein Amour du Cinema. Ich denke, die Europäer sind wirklich der Kontinent, der plus cinéphile. Ich starte den Abend mit dem Champagner. Das klingt dein. Ich bin in der Bibel, ich muss einen deutschen Wein. Ohne Zitrus. Ohne Zitrus, ja. Ja. Heftig, Gott, der Herr. Ja, das ist gut schön, du bist so vernünftig. Im Rennen um den besten Film ist Der Rausch des Dänen Thomas Vinterberg. Was ist das Dänische an seinen Werken? Es ist spannend.
There's some radicality present. Es mag da eine gewisse Radikalität geben. Vielleicht ist diese eine Reaktion auf das etwas Erdrückende, das das Leben in einem kleinen, rationalen Land mit sich bringt, das als das glücklichste in der Welt gilt. Was kontestest du? Schön Semester. Der Abschluss da wir. Aus dem katholischen Polen ist Corpus Christi als bester Film nominiert, sein Macher Jan Komasa als bester Regisseur. Europas Filme, ein Spiegel für die Vielfalt des Kontinents. Die Temperaturen in den Alpen sind um 2 Grad gestiegen. Plastikabfälle ruinieren nicht nur das Erscheinungsbild unserer Küsten. Für meine Generation ist das wirklich erschreckend. Man hat das Gefühl, seine Menschlichkeit verloren zu haben. Sie ist weg. Ich bin in Brüssel, wo die EU die Grüne Woche startet. Europa muss diesen Wandel anführen. Die EU will im Klimaschutz eine führende Rolle spielen, aber die ergriffenen Maßnahmen reichen einfach nicht aus. Das verbindet alle Kämpfe. Es geht um mehr als Politik. Es geht um Klimawandel. Es wird weiter Hitzewellen geben. Sie werden unser Leben beeinflussen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Junge Menschen verlieren die Hoffnung, denn wir stehlen ihnen ihre Zukunft. Wir müssen handeln.